Bundestrainer Joachim Löw gibt am Mittwoch den Kader für die ersten Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft nach der missratenen WM in Russland bekannt. Am 6. September trifft das DFB-Team in München in der neuen Nationenliga auf Weltmeister Frankreich. Drei Tage später folgt in Sinsheim ein Testspiel gegen Peru. Ein Großteil der 23 Akteure, die beim Turnier in Russland dabei waren, können trotz der historischen Vorrundenpleite auf eine Fortsetzung der Karriere im Nationaltrikot hoffen. Manche werden aber um ihren Platz kämpfen und bangen müssen. Tor Manuel Neuer, FC Bayern /32 Jahre /79 Länderspiele, der Kapitän machte schnell klar, dass er weitermacht. Als Nummer 1 weiterhin gesetzt. Marc-André Ter Stegen, FC Barcelona /26/20, Stammkraft bei Barca. Nummer 2 hinter Neuer im DFB-Trikot. Dabei wird es erstmal bleiben. Kevin Trapp, Paris Saint-Germain /28/3, bei PSG nur noch Nummer 3. Um diese Position im DFB-Trikot zu behalten, ist ein Wechsel geboten. Abwehr Jerome Boateng, FC Bayern /29/73, alles hängt von der Fitness ab. Im Vollbesitz seiner Kräfte weiter ein herausragender Innenverteidiger. Matthias Ginter, Bohr. Mönchengladbach /24/18, Weltmeister und Konfettsieger und doch stets im Hintergrund. Bleibt eine Alternative. Jonas Hector, erster FC Köln /28/40, muss sich mit Köln in der 2. Liga beweisen. Löw dürfte sicher auch andere linke Verteidiger testen. Mats Hummels FC Bayern /29/66, einen Rücktritt schloss er schon vor der WM aus. Sportlich wie als Führungskraft weiterhin gefragt. Joshua Kimmich, FC Bayern /23/32, scheut sich nicht vor Verantwortung. Perspektivisch ein klarer Führungsspieler. Marvin Plattenhardt, Hertha BSC /26/7, der Berliner wird in der Liga Leistung zeigen müssen. Kein logischer Kandidat für den Neustart. Antonio Rüdiger, FC Chelsea /25/25.